Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Heute sprechen wir über die Durchflutung. Die Durchflutung hat nichts zu tun mit dem magnetischen Fluss. Durchfluten tut was anderes. Durchfluten dann nämlich Ströme. Durchfluten eine Fläche. Okay? Ströme durchfluten eine Fläche. Das ist Durchflutung. Spezifizieren wir das ein bisschen genauer, ja, weil Ströme können ja auf verschiedenste Art und Weise da durch irgendwelche Flächen durchrennen und so weiter. Müssen wir sie ein bisschen genauer anschauen. Ich zeichne jetzt hier mal eine Fläche ein. Schöne Fläche. Das ist die Fläche. Ja. Vielleicht nehme ich einen Stift, der besser geht. Ja. Hier haben wir die Fläche. Das ist die Fläche A und ich möchte die Durchflutung der Fläche bestimmen. Durch meine Fläche A treten hier irgendwelche Drähte. Ja, der geht da raus, der geht da raus, der geht da raus und da hinten gehen sie wieder weg. Ja. Und dazwischen, hier habe ich halt, die sind dahinter. Da treten sie durch meine Fläche. Geht halt praktisch da die Durchtrittspunkte durch die Fläche. Und das sind jetzt irgendwelche Leiter und da rinnen irgendwelche Ströme. Sagen wir, das ist ein I1, das ist ein I2, das ist ein I3. So schaut das aus. Jetzt sage ich, ich zähle einfach alle Ströme zusammen, die von vorne nach hinten durch die Fläche treten und die zähle negativ und die Ströme, die von hinten nach vorne durch die Fläche treten, zähle ich positiv und dann zähle ich zusammen und dann habe ich die gesamte Durchflutung. Ja? Durchflutung ist übrigens, Formelzeichen, ist so ein Theta. Theta heißt das, ja, großes Theta. Das ist das Formelzeichen der Durchflutung und das ist die Summe der Ströme, die durch die Fläche A tritt. Ja? Und wie gesagt, Vorzeichen richtig. Vorne und hinten habe ich jetzt gesagt. Ja, was ist denn vorne und hinten, um Gottes Willen? Ja? Kommt das, ist ja, hier, ist das vorn? Ist das vorn bei der Fläche? Ist das hinten? Weiß ich nicht. Ja? Weiß man nicht. Ja? Man muss das definieren. Ja? Und zwar gibt man interessanterweise der Fläche eine Richtung. Der Rand der Fläche bekommt eine Richtung. Da schau, jetzt hat er eine Richtung. Ja? Und weil ich dem Rand der Fläche eine Richtung gegeben habe, habe ich jetzt definiert, was vorn und hinten ist. Wie geht das? Wie geht das? Und zwar stellen wir uns vor, wir wollen eine Rechtschraube entlang dieser Richtung weiterschrauben, ja? Ja, dann müssen wir so schrauben, ja? So. Da, so. Dann verschwinden wir da dahinter, dann kommen wir da wieder raus. So. Ja? Also das ist praktisch heraus. Und da sind wir hinter der Fläche und da treten wir wieder durch. Ja? Also so herum drehen wir das. Ja? Und dieser, dort wo unsere Rechtschraube praktisch durch die Fläche durchtritt, ja? Das definiert vorne und hinten. Und zwar geht das von hinten nach vorn. Ja? Also das geht praktisch von hinten nach vorne. Ja? Ich hoffe, das kann man sich vorstellen mit dieser Skizze. Rechtschraubenregel entlang der Orientierung des Rands der Fläche und dort, wo es durch die Fläche durchtritt, geht es von hinten nach vorn. Ja? Das heißt, wenn ich das so annehme, den Rand der Fläche, dann tritt I1, in diesem Beispiel ist also Theta die Gesamtdurchflutung. Jetzt tritt I1 von hinten nach vorn
Ja, das tritt genauso durch wie das hier. Ja? Also I1 plus I1 tritt I2, geht in die andere Richtung, das ist minus I2. Ja? I3 geht wieder von hinten nach vorn, das ist plus I3. Ja? Das ist die Durchflutung der Fläche, heißt das. Ja? Einheit, natürlich, ich meine jetzt zähle ein Ampere. Ich zähle die Ströme zusammen, also muss die Durchflutung die gleiche Einheit haben. Ja? Das ist Durchflutung. Ja? Und es ist jetzt unerheblich, ob das da so wie hier eingezeichnet sind, es halt drei verschiedene Ströme. Ja? Ich könnte mir ja zum Beispiel auch vorstellen, ich zeichne jetzt wieder eine Fläche ein. Ich gebe dieser Fläche wieder eine Richtung. So. Ja. Überlegen wir sie wieder, wie das ausschaut mit vorn und hinten. Ja. Rechtschraube, das heißt so. Dann verschwindet es da hinten, dann geht es und dann tritt es raus. Ja. Das ist mir besser gelungen wie da oben, würde ich sagen. Ja. Also wieder das, was man da oben sehen praktisch jetzt, wie das ausschaut, das ist vorne. Ja? Und jetzt lege ich eine Leitung. Ja? Jetzt lege ich eine Leitung und die kommt so daher. Ja, da kommt die Leitung. Da geht es eine, da geht es durch. Dann kommt es da wieder raus. Und dann geht es da wieder eine. Dann geht es da wieder raus. Und geht da wieder eine. Außer eine. Und dann geht er unten mal wieder weg. Okay? Also dieser Strom, der rinnt da immer wieder durch die Leitung durch. Ja, also durch die Fläche durch und dann auf der anderen Seite teuflischerweise oder gemeinerweise oder ich weiß es nicht, trickreicherweise nennen wir es, trickreicherweise auf der anderen Seite, also zu einem Teil, der nicht zur Fläche gehört, wieder nach oben retour. Okay? Da rinnt der Strom I. Ja? Der rinnt da überall. Ja? Der rinnt da außer I, da ist der I, der rinnt da ein paar Mal durch die Fläche durch mit einem Korkenzieher. Mit ein paar Windungen. Ja. Wie viel haben und wie oft tritt der durch? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Achtmal habe ich es geschafft einzuzeichnen. Ja. Was ist jetzt die Gesamtdurchflutung in diesem Fall? Ah, schon aufgeregt, das ist gleich verschirbt. Was ist die Gesamtdurchflutung in diesem Fall? Das ist grün. Ich will das wieder schwarz haben. Ja. Theta in diesem Fall ja, ist gleich. Da durchflutet er einmal, ja, I. Derselbe Strom geht außen retour, das geht mir aber nichts an. Ich betrachte nur die Fläche, das geht mich nichts an, dass das da außen vorbeigeht. Ich sehe nur, kommt ein zweites Mal durch, ja. Jetzt habe ich da ein I geschrieben. Schau mal, dritte von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne. Da, das haben wir gesagt, ist positive Richtung. Das ist ein Negativ, das schaut es an, Minus. Und da tritt er wieder in die gleiche Richtung durch, also nur mal Minus I. Und nur mal. Achtmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puh, Glück gehabt, ja. Das sind minus 8 mal I ist die Gesamtdurchflutung. Ja? Man kann auch sagen, das ist, allgemein gesprochen, haben wir hier N Windungen. Ja. Das sind also N mal das, was der Strom macht, minus I. Ja. Weil es 100 mal macht,
dann habe ich 100 Mal das. Ja? Und einfach nur, weil ich trickreich praktisch außen vorbei das wieder zurückrinnen lasse. Aber das ist der Durchflutung egal. Die Durchflutung der Fläche schaut wirklich nur die Fläche an. Was außerhalb der Fläche passiert, ist wurscht. Ja? So, wozu brauche ich jetzt die Durchflutung? Die Durchflutung ist ein Teil derjenigen Sachen, die da entlang dieser Linie, entlang der Flächenbegrenzung ein Ding erzeugt, das heißt magnetische Spannung. Okay? Also die magnetische Spannung, schreiben wir auf, magnetische Spannung, Formelzeichen, V, Einheit, 1 Ampere. Eine Spannung, die Ampere, eine magnetische Spannung, keine elektrische, elektrische Spannung ist Volt. Ja. Formelzeichen ist 1 Ampere. Formelzeichen von, Einheit ist 1 Ampere, Formelzeichen ist V. Einheit ist also das gleiche wie die Durchflutung. Ja? Und ich kann jetzt schon erwähnen, dass die magnetische Spannung entlang einer Begrenzung einer Fläche mit der Durchflutung Theta, ja? Die Durchflutung Theta ist ein Teil der magnetischen Spannung. Ja? Das ist der, wäre der sogenannte Durchflutungssatz. Ja? Durchflutungssatz. Durchflutungssatz sagt, ja, die magnetische Spannung V, ja, ist gleich Theta. Die Durchflutung der Fläche. Die magnetische Spannung V entlang der Begrenzung dieser Fläche ist gleich die Durchflutung der Fläche. Ja. Fehlt aber noch was. Okay. Fehlt noch etwas. Und zwar gibt es dann noch den sogenannten Verschiebungsstrom. Das werden wir sehr aber das nächste Mal anschauen. Gell? Da gibt es das Ampere-Maxwell-Gesetz. Das ist wieder eine Maxwell'sche Gleichung. Ziehe ich wieder mein tolles Leiberl an. Und dann werden wir sie den Ampere-Maxwell anschauen. Ja? Also das ist der Durchflutungssatz. Ja? Gilt nur, wenn keine sich ändernden elektrischen Felder gilt nur bei Elektrostatik. Ja, also wenn keine sich ändernden elektrischen Felder da sind, dann gilt der Durchflutungssatz. Sollten da noch Felder, also irgendwelche Flüsse, elektrische Flüsse da beteiligt sein, was dann passiert, schauen wir uns im nächsten Video an. Ja. Nächstes Video am Ampere-Maxwell-Satz, Erweiterung des Durchflutungssatzes. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.